Wenn man über Digitalisierung und Erwachsenenbildung spricht, dann tauchen ja meistens viele Fragen auf. Fragen wie, welche Chancen sind damit wirklich verbunden? Welches Know-how brauchen wir wirklich? Auch wie weit soll meine Einrichtung oder mein Verband diesen Trend mitmachen? Ist das ein Trend? Ist es diesmal mehr? Womit sollen wir anfangen? Können wir uns das E-Learning leisten? Wie können wir es uns leisten? Haben wir überhaupt die Zielgruppe dafür? Ist unsere Zielgruppe interessiert daran? Oder bis hin zur Frage, geht das wieder vorbei? Dass es nicht mehr vorbeigeht, ist uns inzwischen, denke ich, allen klar. Wir befinden uns im Prozess der digitalen Transformation mittendrin, im Prozess der Digitalisierung. Das ist nichts, was in der Zukunft stattfindet, sondern etwas, was genau jetzt geschieht. Und Kollegen, Kolleginnen melden mir immer wieder mal auch zurück, dass sie sich so fühlen, als würde ihnen die Digitalisierung zustoßen. Diese Uli Stein-Grafik veranschaulicht das, glaube ich, ganz gut. Wir sind einfach mitten im Prozess und die Digitalität ist unsere Umfeld, Umgebung im Leben, ebenso wie im Arbeiten und natürlich auch in der Arbeit, in der Erwachsenenbildung geworden. Gleichzeitig ist es so, dass ja der Erwachsenenbildung auch bei diesem Thema potenziell eine Vorreiterrolle zukommt oder je nachdem, wie man den Auftrag der Erwachsenenbildung versteht, vielleicht auch ein Stück Reparaturwerkstatt zugeschrieben wird. Jedenfalls hat die Digitalität und die Digitalisierung massiv mit unserem Bildungssektor zu tun. Die Erwachsenenbildung ist der Bildungssektor mit einem digitalen Auftrag schlechthin. In Österreich ist es zurzeit so, sagen die Zahlen von 2018, die von 2019 haben wir noch nicht, dass rund 42% der aktiven Erwerbsbevölkerung zurzeit 45 Jahre oder älter ist. Das heißt, die sind noch nicht digital aufgewachsen und haben noch bis zu 20 Jahre Arbeitszeit oder kürzer vor sich. Das heißt, es gibt ein massives Bevölkerungssegment an erwerbstätiger Bevölkerung, die einfach digitales Know-how brauchen, um in ihrem Job bestehen zu können, ganz abgesehen von den Prognosen aktueller Studien zur Digitalisierung und zum Arbeitsmarkt, die uns ja auch massive Veränderungen am Arbeitsmarkt und veränderte Jobprofile vorhersagen. Gleichzeitig ist es so, dass Digitalisierung uns eigentlich erst zeigt, was mit dem Schlagwort des lebenslangen Lernens wirklich gemeint war. Aufgrund des technischen Fortschritts ändern sich die digitalen Anforderungen ständig. Sie wissen das, wenn Sie ein größeres Software-Update an Ihrem Computer hatten und Sie schalten das Gerät ein und es funktioniert wieder mal alles ein bisschen anders als vorher. Also die technischen Fortschritte treiben uns auch im Lernen ein Stück weit vor sich her und wir sind gefordert, mit laufenden neuen Technologien umgehen zu können, sie beurteilen zu können und gegenüber unseren Teilnehmenden in Bildungsveranstaltungen ein Stück weiter informiert, ein Stück besser reflexiv vorbereitet zu sein als die Menschen, die in Veranstaltungen kommen, um zu lernen. Und hier fordert die Digitalität oder die Digitalisierung zweierlei von uns in der Erwachsenenbildung. Und ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Mir ist ganz klar, dass Sie das alles ohnehin am Schirm haben. Sie fordert von uns zum einen die Vermittlung von digitalen Themen oder digitalen Inhalten im Sinne der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an einer digitalen Umwelt. Und das meint einfach Digitalität als Inhalt und das meint als Angebot der Erwachsenenbildung auch wirklich im Standardangebot Kurse zu haben, die lehren und das Lernen unterstützen, wie man digitale Werkzeuge anwendet. Ja. Und das ist ja auch eine gängige Erwachsenenbildungspraxis. Das passiert ja auch schon immer. Ich sage nur ECDL. Es passiert zurzeit vielleicht nicht ganz zeitgemäß, es ist vielleicht nicht immer ganz up-to-date, die Erwachsenenbildung ist nicht immer diesen Schritt voraus, den wir uns von ihr wünschen würden.
Aber es passiert. Also Digitalität ist Inhalt in der Erwachsenenbildung, ist in den Standardprogrammen schon lange vertreten. Da denke ich, müssen wir uns keine Sorgen machen, außer die Sorge der Aktualität. Aber der zweite Punkt, das zweite Thema ist schon eines, das mir sehr zu denken gibt, nämlich die Arbeit mit digitalen Formaten. Digitalisierung bedeutet für die Erwachsenenbildung auch, dass wir mit mehr oder weniger neuen, jedenfalls digitalen Formaten und Werkzeugen zum Lernen ganz was anderes erreichen können, mehr Menschen erreichen können, Menschen besser erreichen können. Und hier stellt sich schon ganz oft die Frage, ist die Erwachsenenbildung bereit dazu, ist sie darauf vorbereitet? Tun wir das schon in der Erwachsenenbildung? Reagiert die Erwachsenenbildung durch digitale Bildungsangebote auf neue Lernbedürfnisse oder auf die vorhandenen Lernbedürfnisse oder nicht? Und ich finde auch die Frage spannend, wie neu sind denn diese Lernbedürfnisse überhaupt? Daher möchte ich heute in diesem Vortrag zu Ihnen über folgende Themen sprechen, zu denen ich auch eingeladen wurde. Wie wird heute gelernt? Gibt es neue Lernbedürfnisse und welche? Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung hier wirklich? Und auch ganz konkret, mit welchen Formaten oder Angeboten können wir welche Zielgruppen gut erreichen? Welche Rahmenbedingungen sind dafür notwendig? Und welche digitalen Kompetenzen sind seitens der Erwachsenenbildung dafür erforderlich? Das alles eingebettet in einen Erfahrungsbericht aus Österreich, weil das einfach auch mein Umfeld ist, das mir einen Erfahrungsbericht ermöglicht. Gut, und bevor ich auf diese einzelnen Punkte eingehe, möchte ich Ihnen kurz meine Perspektive vorstellen. Sie sollen wissen, durch welche Brille ich auf dieses Thema der digitalen Professionalisierung schaue. Ich bin in Graz zu Hause im Verein Conedu zuständig für den Arbeitsbereich digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung. Wir betreiben hier bei Conedu schon seit vielen Jahren das Portal Erwachsenenbildung.at im Auftrag des österreichischen Bildungsministeriums und haben dort seit 2016 begonnen, einen Schwerpunkt auf Digitalität und digitale Professionalisierung zu legen. Das heißt, wir unterstützen dort Kollegen und Kolleginnen und auch Einrichtungen in der Erwachsenenbildung mit der Digitalität und dem Prozess der Transformation hier besser umgehen zu können und uns gemeinsam vorbereiten zu können. Wir haben einen eigenen Weiterbildungsbereich dazu und Sie können sich die Angebote dazu unter den hier eingeblendeten Links natürlich anschauen. Es gibt seit Sommer 2019 in der Rubrik Erwachsenenbildung.at/digiprof eine eigene Mediathek zum Thema Digitalisierung und Erwachsenenbildung. Es gibt eine Werkzeugkiste, wo wir Tutorials, praktische Werkzeuge aufbereiten. Einen eigenen Weiterbildungskalender speziell für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen zum Thema digitales Lernen und Lernen, der wirklich viele Weiterbildungen unterschiedlicher Anbieter enthält. Und es gibt News zu dem Thema und Webinare, unsere Digitalks und natürlich auch unseren großen offenen Online-Kurs, den EBMOOC, mit dem wir schon insgesamt fast 7000 Menschen aus der Erwachsenenbildung, also Kollegen und Kolleginnen, erreicht haben. Gleichzeitig sind wir seit rund einem Jahr auch für das Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerium in Österreich tätig und begleiten dort redaktionell die Website fit4internet.at und sind dort auch immer wieder in der Weiterentwicklung des Projekts beteiligt. Wenn man bei uns in Graz das Conedu-Büro betritt, dann sieht man, dass unsere Arbeitsweise in den letzten Jahren schon eine sehr digitale geworden ist. Gleich wenn man reinkommt, gibt es rechts ein kleines Studio, in dem wir die Videos drehen, die vielleicht der eine oder andere aus dem EBMOOC Plus kennt. Und die Schreibtische sind geprägt von digitalen Anwendungen. Also wir machen wirklich sehr viel in Online-Meetings oder in Webinaren, nehmen auch teilweise an Veranstaltungen einfach digital teil oder ganz rechts im Bild sehen Sie auch eine hybride Veranstaltung. Also es gibt einfach auch Treffen oder Bildungsveranstaltungen, die wir machen, die teilweise eben
in Präsenz und teilweise online stattfinden. Ja, und dazu sagen möchte ich an dieser Stelle auch noch, ich bin kein Nerd oder Digital Native. Das kann man ganz einfach erkennen, denke ich. Weit weg vom Digital Native, aber auch jetzt nicht unbedingt ein Nerd. Wir machen das alles einfach, weil wir die starken Möglichkeiten sehen und die Notwendigkeit und die Chancen, die damit verbunden sind. Und der Überzeugung sind, dass wir uns wirklich als Erwachsenenbildung, in der Erwachsenenbildung aktiv beteiligen müssen und aktiv einbringen müssen in diesem neuen Umfeld der Digitalität, reflexiv gestaltend und auch in einer klugen Nutzung der gegebenen Möglichkeiten. Ja, so viel zur Vorrede. Ich komme jetzt aber wirklich zur Thematik der digitalen Bildungsangebote in der Erwachsenenbildung. Und hier auch gleich zur ersten Frage, wie wird denn heute gelernt? Und dieses Bild wird Sie, denke ich, nicht überraschen und auch nicht die erste Antwort, die ich hier notiert habe. Natürlich wird nach wie vor gerne gemeinsam in Kursen gelernt. Aber zu diesem Satz gibt es ein Und ein Aber, ja. Das Und sieht man schon, denke ich, in diesem Bild. Es wird gern in Kursen gelernt und mit digitaler Unterstützung und Begleitung. Und diese Begleitung muss nicht immer nur PowerPoint heißen und auch nicht unbedingt Prezi, sondern es kann wirklich das freie Internet sein. Und digitale Begleitung heißt auch, die Teilnehmerinnen haben sowieso ihre Mobilgeräte mit. Das sind vielleicht nicht Tablets wie auf diesem Bild, sondern eher Smartphones. Aber das digitale Und ist auch in klassischen Kursen, denke ich, vertreten. Und dieser Satz, es wird nach wie vor gerne gemeinsam in Kursen gelernt, hat auch ein Aber. Wenn Sie Kollegen oder Kolleginnen fragen, was ist heute das größte Nachschlagewerk und was ist heute die größte Lernplattform, dann kriegen Sie in der Regel diese Antworten, die ich hier einblende. Ich habe das schon ein paar Mal live ausprobiert. Bezüglich des größten Nachschlagewerks scheiden sich die Geister. Manche nehmen den Begriff ein bisschen enger, manche etwas weiter und antworten entweder mit Wikipedia oder mit Google. Aber bezüglich der größten Lernplattform sind sich alle einig und antworten mit YouTube. In der Regel gefolgt von den Protesten, dass es sich hier um keine Bildungsangebote oder Bildungsformate handelt, sondern bestenfalls um Wissensbausteine mit schwingenden und oft ungelösten Qualitätsproblematik. Und anderen Bedenken, die wir dazulegen, wenn wir das hören, aber es ist einfach die Realität, denn die Realität ist auch, gelernt wird zurzeit vor allem informell oder zumindest ganz stark anlassbezogen und selbstgesteuert. Und hier spreche ich natürlich vor allem vom berufsbezogenen Lernen, das oft sehr kurzfristig aus dem Anlass heraus und eben selbstinitiiert und selbstgesteuert auch erfolgt und erfolgen muss, entsprechend den Bedingungen neuer Arbeitsplätze. Das informelle Lernen, das wissen wir nicht erst seit der Bertelsmann Stiftung von 2018, ist besonders im digitalen Bereich ganz, ganz stark präsent. Also wenn es darum geht, digitale Fertigkeiten zu erwerben, passiert da ganz viel zwischen Kollegen, Kolleginnen, auch zwischen den Generationen oder einfach ad hoc. Schauen wir mal schnell auf YouTube, wie das geht, ja. Und das ist tatsächlich so. Und damit wird einem Bedürfnis entsprochen. Ich weiß nicht, ob das ein neues Bedürfnis ist. Es ist das, was früher vielleicht das Nachlesen war, ist jetzt das Nachgoogeln. Es ist einfach so, dass der Zugriff auf Wissen schneller und umfassender möglich ist. Das ist uns allen klar, wird aber auch ein Stück weit, denke ich, durch den Druck am Arbeitsmarkt weitergetrieben. Lernangebote wie Micro-Learnings sind vielleicht die Antworten auf diesen Druck nach Ad-hoc-Lernen. Ja, was heißt es jetzt aber? Wie wird heute gelernt? Und hier möchte ich Ihnen gleich einen Ausschnitt eines Bildungsangebots von OnCampus, also einem deutschen MOOC-Anbieter, einblenden. Ist ein relativ zufälliger Ausschnitt und man sieht hier, dass
auf dem Portal von omcampus.de wirklich eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Kurse zu unterschiedlichen Themen kostenlos online angeboten wird. Also da geht es um gesetzliche Regelungen für die Berufsausbildung, einen Fotomooc, Grundlagen der Videoproduktion bis hin zu Introduction to Poetry und vieles andere mehr. Das ist jetzt einfach ein Ausschnitt. Und das sind die Möglichkeiten, ja. Ähnlich sind die Möglichkeiten beim österreichischen iMOOCs. Das ist der MOOC-Anbieter der Technischen Universität Graz. Hier kann man auch eine ganze Reihe von Online-Kursen absolvieren, die nichts kosten, von den Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens über Mathematik, über Demokratie lernen und so weiter. Und man kann dies natürlich zur eigenen Zeit, zur selbstgewählten Zeit tun, am eigenen Ort, vielleicht im Wohnzimmer und als Lernender sein Bedürfnis nach Autonomie und Flexibilität einfach auch damit befriedigen. MOOC-Plattformen haben zahlreiche Kunden und Kundinnen, die einfach lernen wollen, wann es ihnen möglich ist und wo es ihnen möglich ist. Und wenn wir da weiterschauen zu den Anbietern aus dem angloamerikanischen Raum, da sind wir gleich einmal bei den 10.000, 100.000 Nutzerinnen. Auch aus dem deutschen Sprachraum finden wir dort wirklich viele, die finden, was sie suchen und was sie brauchen. Da handelt es sich in der Regel auch um qualitätsgesicherte Kurse, die mit einem Zertifikat bestätigt werden und zu sehr, sehr unterschiedlichen Themen angeboten werden. Ich habe hier nur Coursera eingeblendet, aber man kann genauso gut schauen auf Udemy. Udemy hat zurzeit seine Anzahl von Kursen mit 130.000 angegeben und 50.000 Unterrichtende. Das war jetzt so die Zahl zum Jahreswechsel 2019-2020. Darunter an die 1000 Kurse auf Deutsch in etwa. Und ich habe vor einem Jahr schon einmal geschaut und da waren es in etwa die Hälfte. Also 2018 waren das noch halb so viele Kurse auf Deutsch. Also da gibt es einen stark wachsenden Markt, ein stark wachsendes Angebot an Online-Kursen. Und das ist einfach auch eine Realität, wie heute gelernt wird, ja. Und es sind Bedürfnisse, die befriedigt werden, wie Unabhängigkeit oder Autonomie, die offensichtlich da sind und die dieser Markt auch befriedigt. Wie heute gelernt wird, bezieht sich natürlich auch auf die Frage der Geräte, die man zum Lernen verwendet. Und da ist eine sehr interessante Erkenntnis für mich gewesen in den letzten Jahren, dass tatsächlich viel mehr, als wir denken, mit dem Smartphone gelernt wird. Ich kann das ganz sicher sagen für den Bereich der Grundbildung, also der Basisbildung, wo ich schon 2016 an einer Studie beteiligt war und dann auch die Ergebnisse von Kollegen und Kolleginnen 2017 sehr genau wahrgenommen habe, wo es einfach ein starkes Bedürfnis der Lernenden gibt, das gleiche Gerät wie im Alltag zu verwenden. Und Lernende in der Basisbildung, mit Grundbildungsbedarf, auch mit Migrationshintergrund, aber auch ohne diesen Hintergrund, haben alle das Handy dabei und verwenden das auch schnell, um Dinge zu dokumentieren mit der Fotofunktion oder sich schnell etwas übersetzen zu lassen, wenn das notwendig ist. Also sie haben das Handy auch für Sprachfiles zum Lernen sowieso in Verwendung. Also das ist wirklich eine Realität, die uns als Unterrichtende vielleicht oft gar nicht ausreichend bewusst ist. Wie wird heute gelernt? Tatsächlich natürlich in Blended-Formaten, ja, Blended-Angebote, die aus einer Mischung bestehen von Online-Lernen und Kursgeschehen, erfreuen sich nach wie vor und immer mehr einer starken Beliebtheit. Wir denken sie vielleicht noch ein bisschen zu konservativ. Das, was ich Ihnen hier versucht habe, mit dem Bild nahezubringen, ist ein Blended-Angebot zu einem Thema wie zum Beispiel Stricken. Auch das kann man machen, ja. Ich kann einen Online-Kurs zum Thema Stricken, hier in diesem Fall ohnehin einen deutschen MOOC, kombinieren mit einer Präsenzgruppe zum Stricken und ich befriedige das Bedürfnis nach Austausch und
und Gemeinsamkeit, genauso wie das Bedürfnis, vielleicht nicht so oft irgendwo hinfahren zu müssen, oder auch das Bedürfnis vielleicht der Instruktorin in dem Fall, ja, ganz genau auf die Stricknadeln schauen zu können und sehr genau aus der Nähe zu sehen, was sie macht, das einfach online möglicherweise noch leichter möglich ist als in Präsenz. Und wie wird heute gelernt? Natürlich wird auch in virtuellen Räumen zunehmend gelernt. Virtual Reality ist ein Thema, wenngleich dieses Thema in der Weiterbildungslandschaft jetzt auch erst schrittweise ankommt, schrittweise angenommen wird. Ich habe Ihnen hier ein Bild eingeblendet aus der virtuellen Lernumgebung mit Trickart. Und ich finde dieses Bild deswegen so faszinierend und ein Stück weit berührend, weil es einfach zeigt, wie sehr Menschen auch in einer virtuellen Lernumgebung dann das Bedürfnis haben, einen angenehmen gemeinsamen Raum vor sich zu sehen und als Menschen zusammenzukommen. Also wie sehr diese selbstgewählten Avatare dem ähneln, wie wir uns auch physisch begegnen und wie sehr es dann hier auch den Wunsch vielleicht gibt, sich in einem grünen, natürlichen Umfeld zu bewegen, auch in einer virtuellen Lernumgebung. Ja, also es wird mit Sicherheit im aktuellen Lernen vieles an digitalen Möglichkeiten genutzt, um Distanzen zu überbrücken, um mehr Menschen einzubinden, um stärker und intensiver auch gemeinsam zu arbeiten. Hier sehen Sie ein Bild, wo wir ein hybrides Meeting hatten mit einem Kollegen von COOS, der eben zugeschaltet war. Dieses Lernen findet mit und ohne Geräte statt. Die Geräte und die Online-Arbeit, die Digitalität ermöglicht uns einfach eine wesentlich größere Reichweite und einen wesentlich größeren Radius. Und ich denke, diese Beteiligung auch aus der Ferne, diese Teilnahme über große Distanzen hinweg betrifft wirklich alle Generationen und alle Themen. Potenziell, ja, wenn es uns gelingt, die Leute abzuholen, ja, mit ihren Interessen und auch mit ihren Möglichkeiten und sie einfach zu stärken und zu stützen, teilzunehmen an digitalen Angeboten, dann ist es wirklich eine gute Möglichkeit für alle Themen und alle Altersgruppen. Und wenn wir jetzt noch mal gemeinsam hinschauen auf die Frage, sind es neue Bedürfnisse, die hier befriedigt werden mit digitalen Möglichkeiten, dann möchte ich das eigentlich relativieren. Ich denke, es geht gar nicht so sehr um neue Bedürfnisse. Es geht vor allem, denke ich, um neue Möglichkeiten, Bedürfnisse zu befriedigen, die wahrscheinlich schon immer da waren. Ja, wir haben uns in Bildungsveranstaltungen schon immer Kontakt und Austausch gewünscht. Wir haben uns wahrscheinlich schon immer ein Stück Autonomie und Flexibilität gewünscht als erwachsene Menschen, die einfach ein sehr vielfältiges Leben mit einer großen Rollenvielfalt oft zu bewältigen haben. Eine Teilnahme aus der Ferne an einer Veranstaltung, wo ich gar nicht sein kann, ist wahrscheinlich auch kein neuer Wunsch. Und auch, dass ich die gleichen Geräte wie im Alltag verwenden möchte zum Lernen, ist vielleicht nicht so neu, auch wenn das jetzt andere Geräte sind, auch wenn es jetzt das Smartphone ist. Ich habe auch vorher den Wunsch gehabt, meine üblichen Geräte zu verwenden. Medien des Lernens sollen einfach nur Medien sein, also Mittel und keinen eigenen Fokus bilden, keinen eigenen Schwerpunkt, sondern einfach Mittel und angenehmes Mittel sein. Ebenso wie Räume. Wir haben uns schon immer angenehme Lernräume gewünscht. Wir wünschen sie uns auch weiterhin, auch in der sogenannten Virtualität oder eben in der digitalen Umgebung, im digitalen Raum. Insofern denke ich, es gibt wirklich eine Reihe von Möglichkeiten der Digitalisierung, Bedürfnisse zu befriedigen, die schon immer da waren. Ja? Bedürfnisse nach flexiblem Lernen, unabhängigem Lernen, nach mehr Vernetzung, besserer Kooperation, auch das Bedürfnis nach mehr Austausch. Also Flipped Classroom ist ja wirklich deswegen so interessant, weil man einigen Content wirklich an Videos übermitteln kann oder an andere digitale Medien übermitteln kann, um dann die gemeinsame Zeit besser für einen Austausch zu nutzen. Das gehört wirklich zu den großen Stärken, denke ich, der Digitalität. Ja.
Auch eine potenziell bessere Binnendifferenzierung ist möglich dank der Digitalisierung und eben auch Wahlmöglichkeiten bezüglich Tempo und Medienwahl, also größere Vielfalt, ein Medienwechsel, also eine Anregung und Lernen über verschiedene Kanäle. Also das sind einfach, gehört zu den Potenzialen der Digitalisierung und natürlich die größere Reichweite von Bildungsangeboten. Und das, was ich Ihnen hier aufzähle, ist wirklich das, was wir auch so erleben bei Conedo, auch dieser Zugriff auf mehr Wissen und viel umfangreichere Ressourcen durch offene Bildungsressourcen. Und hier bin ich ein bisschen vorsichtig, Effizienzeffekte mit skalierbaren Formaten, Ausrollungen und so weiter. Natürlich hätten wir ohne ein Angebot wie den EPMOOC auch nicht 7000 Kollegen, Kolleginnen erreichen können bisher. Dennoch sind sozusagen die ökonomischen Ersparniseffekte der Digitalität oder Digitalisierung nicht im Vordergrund, sondern einfach eines von mehreren Charakteristika der Digitalität. Wir erleben das tatsächlich eben so, die Verbundenheit steigt, auch die Qualität des Lernens kann steigen. Das ist aber dann doch mit einigem Aufwand auch seitens der Produzenten und Produzentinnen von Lernmaterialien verbunden. Die Unabhängigkeit, ja, die Flexibilität steigt, die Offenheit auch von Lernangeboten und die Partizipationsmöglichkeiten steigen und natürlich vieles, was so einfach im Alltagsgeschehen das Zusammenarbeiten erleichtert, von Dokumentationen bis hin zu Treffen mit Kollegen, Kolleginnen, Zusammenarbeit mit Kolleginnen, die in Karenz sind oder in Krankenstand oder Kinderpflegen oder dergleichen. Also das sind einfach Erleichterungen im alltäglichen Arbeitsablauf, die auch mit der Digitalisierung als Potenziale zu uns kommen. Allerdings braucht es natürlich neues Bedienungs-Know-how. Das muss man alles erstmal bedienen können. Man muss es einschätzen können in seinen Konsequenzen, in seinen Gefahren. Und es braucht auch, das muss man auch ehrlich dazu sagen, was die Arbeitsbedingungen betrifft, sowas wie eine neue Abgrenzungskompetenz, also die Entgrenzung zwischen privat und beruflich. Durch die Digitalität ist für uns auch, für mich auch sehr spürbar. Und ich habe ein bisschen die Kompetenzdebatte der letzten Jahre auch mitverfolgt und habe ganz stark den Eindruck gewonnen, der Begriff der Abgrenzungskompetenz ist überhaupt erst salonfähig geworden, seit wir so umfassend digitale Bedingungen auch in unserer Arbeit haben. Ja, es gibt zahlreiche Kollegen, Kolleginnen, die sich schon seit einigen Jahren dazu äußern und den Kopf zu brechen, darunter namhafte Kollegen wie Jörg Träger von der Bertelsmann Stiftung, der schon 2017 aufhorchen hat lassen mit seinem Ausblick auf die Potenziale der Digitalisierung, die in Verbindung mit Big Data entstehen. Er hat diese Potenziale fokussiert auf den Punkt gebracht als Potenzial der Demokratisierung, wo es darum geht, dass Elite-Unis sich potenziell einfach für die Besten öffnen können und nicht nur für die Zahlungskräftigsten, aber auch das Potenzial der Individualisierung im Lernen, wenn man wirklich mit individuellen Lernplänen arbeitet, was natürlich zu massiv verbesserten Lernleistungen führt und auch den Möglichkeiten in der Prognose, wo es inzwischen eine ganze Reihe von Möglichkeiten bis hin zu Spielen gibt, die zum Beispiel Auswahlverfahren verbessern. Das sind einfach die Potenziale unter Voraussetzung der Nutzung von Big Data, wo wir hier in Europa sehr skeptisch sind, Big Data auch zum Lernen zu nutzen. Aber ich denke, 2 oder 3 Jahre nach diesem Input von Jörg Träger muss man dazu nicht mehr so viel erklären. Es ist uns allen klar, Algorithmen sind omnipräsent, künstliche Intelligenz ist omnipräsent. Wir werden sehen, wie wir uns zum Lernen mit diesen Möglichkeiten in Europa letztlich verhalten werden. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Aus Einrichtungsperspektive, also aus Perspektive eines Bildungsanbieters oder Verbandes, ist es auch sehr interessant hinzuschauen auf den Mehrwert der Digitalisierung. Und hier greife ich auch auf eine Aussage zurück von meinen Kollegen von COOS, namentlich Max Welter, der in einer eigenen Broschüre dazu auch
die Schwerpunkte und Vorteile herausarbeitet. Und er betont da ganz besonders natürlich die Erreichung neuer Zielgruppen, das ist ganz klar, aber auch eben die Unterstützung kognitiver Prozesse des Lernens, also wirklich so die Qualität des Lernens durch multimediale Angebote, neue Lehr- und Lernszenarien und nicht zuletzt eine Imageverbesserung für die einzelne Einrichtung, die eben auch mit digitalen Medien und eben auch mit digitalen Formaten dann arbeitet. Also das ist sicherlich ein Stück Potenzial, das man mitbedenken sollte. Auf einen ganz häufigen und verbreiteten Irrtum möchte ich an dieser Stelle auch hinweisen und den auch in ein provokantes Zitat packen, und zwar von unserem deutschen Kollegen Joachim Zucker, der 2017 diesen markanten Spruch geprägt hat: Keiner will digitale VHS-Kurse. Und ich denke, es geht da nicht um die VHS als spezielle Einrichtung, sondern VHS könnte hier stehen für jeden Erwachsenenbildungsanbieter in der allgemeinen Erwachsenenbildung. Es passt auch wunderbar nach Österreich. Wenn die VHS über Jahrzehnte keine digital unterstützten Kurse anbietet, dann sucht auch keiner in der VHS nach solchen Angeboten. Wer immer nur Äpfel verkauft, hat genau die richtige Kundschaft dafür und kann nicht erwarten, dass sich Birnen sofort gut verkaufen lassen. Und ich finde dieses Zitat so wertvoll, weil es wirklich so ein Stück Erklärung dafür liefert, warum wir in traditionellen Einrichtungen der Erwachsenenbildung manchmal den Eindruck haben können, wir hätten gar nicht die Zielgruppe für digitale Angebote, während es vielfach vielleicht das Image ist, das eben prägend ist für die jeweilige Einrichtung und das die Zielgruppe daran hindert, nach dem, was sie brauchen, was sie suchen, auch bei einem traditionellen Erwachsenenbildungsanbieter zu suchen. Und ich denke, in diesem Zitat, in diesem Hinweis, liegt ein ganz starker Imperativ für unsere Öffentlichkeitsarbeit und auch für die Art, wie wir unsere Kunden und Kundinnen, unsere Lernenden abholen bei ihren Lernbedürfnissen. Ja, mit welchen Formaten erreicht man welche Zielgruppen? Das ist natürlich nicht so einfach und so allgemein zu sagen. Natürlich geht es jeweils darum, die Bedürfnisse der Zielgruppe und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen genauer zu kennen. Aber recht markant, denke ich, kann man auf drei Aspekte hinweisen. Und ich fange hier von unten an, auf der Folie. Natürlich erreicht man mit Präsenzkursen besonders gut Teilnehmende, denen es vorrangig um Kontakt geht. Ich denke da an eine Imageanalyse, die wir in Österreich einmal für die Volkshochschulen durchgeführt haben, ist schon recht lang her, aber da ist auch ganz klar geworden, dass in einer ganzen Reihe von Kursen bei diesem Anbieter, speziell eben in Österreich, es wirklich um Kontakt und Austausch geht. Vor allem auch oft für eine ältere Zielgruppe Lernender, und natürlich wird man diese Zielgruppe vor allem weiterhin mit Präsenzkursen gut erreichen, aber mit Online-Anteilen und Online-Anreicherung gelingt es noch besser, die Kontaktwünsche zu erfüllen. Also wenn Sie die Möglichkeiten sozialer Medien nutzen oder auch die Möglichkeiten Social Messengers einzuführen oder zu verwenden, dann unterstützen Sie die Teilnehmenden oder auch mit einer Foto-App in Ihrem Kontaktwunsch und tun gleichzeitig etwas für die digitalen Kompetenzen der Zielgruppe. Und natürlich wird man mit Präsenzkursen weiterhin besonders gut Teilnehmende erreichen, die gemeinsam üben wollen. Ich denke hier jetzt beispielsweise an einen Yogakurs, den wird man nicht so leicht digital ersetzen können, wenngleich ich auch denke, dass eine Yogalehrerin einen wunderbaren Bonus zu bieten hat, wenn sie einen schönen Gong hat auf ihrem Handy oder wenn sie einen Audio-File erzeugen kann, den sie ihren Teilnehmerinnen mitgibt, sodass die auch zwischendurch anhand des Audio-Files üben können oder so. Das sind natürlich Anreicherungsmöglichkeiten, die man auch nutzen sollte, denke ich. Ja, mit Smartphone-Beteiligung im Kurs erreicht man besonders gut mit Sicherheit Jugendliche, die sowieso mit dem Gerät beschäftigt sind, und Menschen mit Grundbildungsbedarf, mit Basisbildungsbedarf auch stärker, als man das üblicherweise vielleicht annehmen sollte. Also das Smartphone als Lerngerät wird sicher immer stärker für alle Zielgruppen kommen. Für diese beiden sehe ich es zurzeit ganz deutlich.
Und mit Online- und Blended-Kursen, und das ergibt sich aus dem, was ich bereits gesagt habe, erreicht man besonders gut Personen, für die häufige Präsenz oder Anreise ein Problem wäre, die weiter entfernt leben, nicht so oft kommen können, ja, oder die sehr unterschiedliche Freizeit haben, Freizeittermine, Zeitslots haben, die nicht regelmäßig beispielsweise am Dienstagabend in einem Kurs sein können und natürlich auch Berufstätige, die so ad hoc Lerninteressen haben und dann möglichst bald einen Kurseinstieg brauchen, dann, wenn sie ihr Lerninteresse haben und nicht erst vielleicht in ein, zwei Monaten, wenn ein Kursstart wieder geplant ist. Also das ist wirklich so für Online-Kurse ein starkes Argument. Ja, was braucht's jetzt, ja, wenn wir so in diese Richtung denken, auch als Verbände oder als einzelne Bildungsanbieter, um in diese Richtung ein Angebot machen zu können und auch zu dem Schluss kommen, dass unsere Zielgruppe vielleicht doch auch eben berufstätige Jugendliche oder Menschen mit Basisbildungsbedarf umfasst. Ja, was ist da jetzt wirklich tatsächlich notwendig? Und ich denke, das Wichtigste ist, wenn ich als Bildungsmanager oder Bildungsmanagerin mit dieser Aufgabe beschäftigt bin, einen ganzheitlichen Blick auf das Entwicklungsfeld der Digitalität und der digitalen Transformation in meiner Einrichtung zu werfen. Und mit einem ganzheitlichen Blick meine ich, dass es notwendig ist, sowohl auf Ebene von Formaten als auch auf Ebene von Infrastruktur, Personalentwicklung und der Geschäftsmodelle gemeinsam Entwicklungsschritte zu setzen, ja, akkordiert, miteinander abgestimmt. Das hängt alles miteinander zusammen. Und dabei immer meine Zielgruppe im Blick zu haben und die Zielgruppe mitzudenken und das, was ich tue, in einer ansprechenden Form für die Zielgruppe zu kommunizieren, sodass diese auch erreicht wird. Es ist relativ wertlos, nur mit Personalentwicklung oder nur mit der Infrastruktur vorzupreschen, ohne die Geschäftsmodelle mitzudenken und ohne die Formate gleichzeitig mitzuführen. Das gehört ausgewogen gedacht. Wo will ich es wirklich versuchen? Wo gehe ich jetzt wirklich einmal einen Schritt stärker in das digitale Angebot hinein? Und was brauche ich dafür? Und das Ganze koordiniert und konzertiert sozusagen auch wirklich durchzuführen. Mag möglicherweise auch trivial sein, wenn Sie das so hören, aber ich habe aus Kontakten mit Bildungsmanagerinnen auch eine andere Erfahrung gemacht. Ja. Ich sage zu jedem dieser Punkte nur ein paar Stichworte, weil jetzt auch mehr in dem zeitlichen Rahmen gar nicht möglich ist. Aber gerade wenn es um Formate geht, denke ich, kann man ganz stark sich auf das konzentrieren, was schon da ist, was es bereits gibt an technischen Möglichkeiten und damit einmal arbeiten. Ich muss mir noch keine Gedanken über Virtual Reality machen. Ich kann einfach mal beginnen, stärker Blended anzubieten, ja, also wirklich online Teile von Kursen mit Präsenzteilen abzuwechseln und das Vorhandene dabei stärker zu nutzen. Sei das mal ein Video, eine offene Bildungsressource, ein Online-Kurs, stärker zu verbinden mit Präsenzangeboten oder eben auch mehr mobiles Lernen anzufangen in einzelnen Veranstaltungen, wirklich einzelne gut geeignete Apps zu nutzen. Oder eben auch wirklich Mischformen zu bauen aus Wissenspaketen, die ich gern auch per Video vermitteln kann, mit Kooperations- und Diskussionsformaten, sei das jetzt online oder weiterhin in Präsenz. Man wird diese Schritte ohnehin eben schrittweise setzen, einen nach dem anderen. Und da sind Anreicherungen mit digitalen Anteilen immer eine gute Möglichkeit. Ich finde auch sehr schön diese Zeitleiste von Sandra Schön, die uns gut zeigt, wie das mit dem E-Learning auch verlaufen ist in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren schon. Computer-Based Training hat tatsächlich so ausgeschaut, dass man vor einem Gerät gesessen ist bis in den 90ern, ja, also 30 Jahre überblicken wir das schon. Und erst so um den Jahrtausendwechsel ist so auch Web-Based Training in Richtung E-Learning 2.0 gegangen, wo man dann einfach vernetztes Lernen anders gedacht hat, Content vielfältiger produziert wurde, co-produziert wurde, es die Web 2.0 Anwendungen gab, jeder einfach auch was beigetragen hat, stärkere Vernetzungen auch in Lernangeboten wirklich spürbar geworden sind. Und
dann stärker ab, so etwa 2010, die Arbeit mit den Mobilgeräten und immer auch natürlich in den Präsenzformaten. Und wenn man aus dem, was da ist, nämlich Menschen, die sowieso das Handy in der Hosentasche haben, ja, und wir sind sowieso immer alle online, ja, also das ist tatsächlich ja so, dass es ja, ich glaube, der Begriff Funkloch ist inzwischen zum Scherz geworden, ja. Wenn man davon ausgeht, was alles da ist, dann kann man einfach gut das Vorhandene neu kombinieren in Richtung mehr Blended-Angebote und stärkere Anreicherung, auch ohne, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt sofort alles vollständig ändern. Ja, also das, aber die Schritte in die Richtung sind einfach zu setzen. Ich glaube, da gibt es keinen Weg drum herum. Das sind die Schritte, die zu setzen sind in Richtung stärkere Nutzung der Digitalität. Aber es muss nicht in dieser Abruptheit geschehen, denke ich. Zum Thema Infrastruktur haben wir ein Problem in Österreich und ich denke, es ist ein geteiltes Problem auch in Deutschland. Ich erlebe das immer sehr stark, wenn ich Rufseminare anbiete und dann in unterschiedlichen Bildungshäusern bei unterschiedlichen Anbietern vor Ort bin und mit der Infrastruktur vor Ort arbeiten muss, manchmal dann auch noch mit Bring Your Own Device, mit den Geräten der Teilnehmenden oder einfach auch mit den Mobilgeräten oft oder Laptops, die in den Bildungshäusern dann vorhanden sind. Häufig ist es so, dass schon im Vorfeld die Internetverbindung gar nicht quantifiziert werden kann, also dass es wenig Information gibt, dann dass sich der Speedtest zur Enttäuschung entwickelt, weil gar nicht das da ist an Bandbreite, was angeblich da sein sollte. Häufig gibt es nur, wenn überhaupt, für den Download vernünftige Bandbreite-Upload gar nicht mehr und dass 15 Leute flüssig im WLAN gleichzeitig in einem Raum etwas machen können, ist manchmal schon wirklich ein Problem. Und natürlich sind auch Geräte oft nicht gut gewartet. Also mit Updates gibt es oft ein Problem und vor allem fehlt dann den Unterrichtenden, die die Geräte nutzen, in den Räumen arbeiten dann oft das Bedien-Know-how oder es sind auch die Zuständigkeiten unklar. Also es ist tatsächlich, wird Infrastruktur in Bildungshäusern oder bei Bildungsanbietern häufig als Problem bewerten und wahrnehmen. In Österreich ist es auch so, dass die DESI-Studie, ich glaube, noch etwas schlechter als in Deutschland im letzten Jahr uns wachgerüttelt hat, noch schlechter abgeschnitten ist als in Deutschland, also uns wachgerüttelt hat, wie unterbewertet auch Breitband ist. Also da gibt es einfach ein Thema mit der Infrastruktur. Ich möchte, das ist auch ein bisschen ein unangenehmes Thema, das ich jetzt nicht näher vertiefen möchte. Zum Thema Geschäftsmodelle. Denke ich, muss uns schon bewusst sein, wie sehr die Anbieter von Online-Kursen einfach wachsen, wie sehr die Angebote auf YouTube und wenn es auch nur kleine Wissensbausteine sind, explodieren, wie es mit Online-Kursen aussieht. Also es gibt, sanft ausgedrückt, neue Mitbewerber, die Interesse an der Erwachsenenbildung zeigen. Das ruft nach neuen Geschäftsmodellen für uns. Wir müssen uns überlegen, wie können wir Online-Kurse finanzieren, ja? Wie können wir semi-digitale Formate mit Präsenzangeboten und Online-Teilen finanzieren. Und mein wirklich eindringlicher Tipp dazu ist, offene Online-Kurse auch als offene Bildungsressourcen zu nutzen. Das sind sie nämlich. Es ist nicht bei allen Anbietern gleich. Bei den US-amerikanischen Plattformen sieht es ein bisschen anders aus. Aber wir haben im deutschsprachigen Raum, wir haben gute MOOC-Plattformen. Wir können die Kurse, die dort produziert werden, einfach als offene Bildungsressource nutzen. Und wenn ich damit mal beginne, einen offenen Online-Kurs mit einem Präsenzangebot zu begleiten, dann gehe ich relativ wenig Risiko ein. Ich habe wenig Produktionskosten. Ich kann relativ einfach testen, ob ich tatsächlich keine Zielgruppe habe für so ein Angebot. Ich kann das einfach mal versuchen und es ist tatsächlich, denke ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die noch viel zu wenig genutzt wird. Über all dem steht natürlich, wie vorhin schon erwähnt, der Aufruf zur Koordination. Es hat eben wenig Sinn, mit einem dieser Aspekte allein zu starten. Ich zitiere
hier meinen lieben Kollegen Max Welter von COOS mit der Aussage, Smartboards sind keine digitale Strategie. Die digitale Transformation einer Organisation verlangt natürlich mehr als Infrastruktur anzukaufen, sondern tatsächlich eben ein koordiniertes Vorgehen und eine grundlegende Überprüfung der Arbeitskultur und auch der Angebotsstruktur. Das ist unvermeidlich, da einen ganzheitlichen Blick drauf zu werfen. Was häufig passiert, wenn man Anbieter fragt, was denn das Wichtigste ist zur Digitalisierung und Digitalität in der Erwachsenenbildung, das ist die Antwort, das Personal. Es geht ums Personal. Wir haben ja gar nicht das geschulte Personal. Es braucht auf jeden Fall Personalentwicklung. So ist es zumindest 2017 noch ausgegangen bei einer Befragung der österreichischen Erwachsenenbildungsanbieter, Einrichtungen. Dort lautete die Frage, wohin sollte unsere meiste gemeinsame Energie jetzt fließen im Rahmen einer digitalen Strategie für die Erwachsenenbildung? Und es war eben im Sommer 2017 und die Antwort war ganz, ganz eindrucksvoll, eindeutig, ja, und zwar in Richtung Weiterbildung der Lehrenden und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Da war eine Mehrfachantwort möglich, falls Sie sich da über die hohen Balken wundern. Ja. Und dem kann man, denke ich, zustimmen. Wir unterstützen das ja auch mit dem eBEMOG, haben wir uns diesem Anliegen verschrieben und allen unseren Angeboten auf Erwachsenenbildung.at, DigiProf. Es braucht diese Kompetenzentwicklung, aber ich denke, es braucht sie noch mehr oder im ersten Schritt auch ganz stark für Bildungsmanager, Bildungsmanagerinnen, nicht nur für die Unterrichtenden, nicht nur für die Lehrenden, sondern vor allem für die, die steuernde Entscheidungen treffen für ihre Einrichtung, für ihren Verband. Sie müssen die digitalen Technologien und Formate auch kennen und selber erlebt haben. Es gibt auch neuere Studien dazu, die das belegen, ja. Das muss man selber mal erlebt haben und damit gearbeitet haben, um sich vorstellen zu können, was möglich ist und um die uninformierte Skepsis zu überwinden, wo es noch eine gibt. Ich denk doch, dass es noch viel uninformierte Skepsis gibt. Und vieles muss man einfach mal erlebt haben, um sich ein gutes Urteil auch darüber bilden zu können. Und natürlich braucht es die Personalentwicklung für Unterrichtende. Wobei wir bei Unterrichtenden in Österreich und wie ich weiß auch in Deutschland ein Problem haben in der Erwachsenenbildung, gerade bei Unterrichtenden, die ganztags vielleicht auch und nicht nur in einzelnen Abendkursen in der Erwachsenenbildung tätig sind, die leben häufig prekär, arbeiten häufig prekär, haben sehr unterschiedliche Arbeitszeiten und sehr unterschiedliche Arbeitsplätze und es macht es wirklich schwierig, ihnen Kurse anzubieten oder sie überhaupt in einer Personalentwicklung zu berücksichtigen, wie man das normalerweise tun würde, ja, und wie es die Situation eigentlich erfordert. Diese Arbeitssituation bewirkt Weiterbildungsbedingungen, die eigentlich dem Bedarf nicht gerecht werden können. Und das Einzige, was man da tun kann, denke ich, ist wirklich mit offenen Online-Kursen auch hier zu unterstützen und mit einer Reihe von Online-Angeboten. Und als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wann immer man die Möglichkeit hat, die Teilnahme an diesen Kursen auch im Rahmen der Arbeitszeit, zu fördern und zu unterstützen. Also das war auch ein Hintergrund, warum wir den eBEMOG eben schon 2017 und 2018 durchgeführt haben zum Thema digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen. Und wir haben ja 2017 schon 3.500 Teilnehmende gehabt und 2018 dann nochmal 3.300 und etliches. Und in Österreich ist das eine hohe Zahl, vor allem in einem Feld wie der Erwachsenenbildung, die recht unstrukturiert ist oder eher lose organisiert und eher ein Feld als ein Sektor ist. Ich blende hier auch immer gern dieses Bild ein, weil es einfach hier schon unsere Kooperation mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen zeigt, die ja eben auch Begleitgruppen zum ÜBIMUG angeboten haben. Ja, wenn wir von Personalentwicklung in der Erwachsenenbildung sprechen, dann stellt sich natürlich die Frage, was brauchen die denn tatsächlich? Also welche digitalen Kompetenzen braucht die Erwachsenenbildung, brauchen
Unterrichtende aber auch brauchen Bildungsmanager, Bildungsmanagerinnen jetzt tatsächlich im Kontext der digitalen Transformation und des digitalen Auftrags der Erwachsenenbildung. Und wir haben in Österreich hier ja die Weiterbildungsakademie. Das ist, anders als der Name vermuten lässt, eine Akkreditierungsstelle, eine Kompetenzanerkennungsstelle für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen, die auf informellen oder nonformalen Wegen viel Praxis erworben haben und dann ihre Praxis anerkennen lassen wollen und zertifizierte Erwachsenenbildnerinnen werden wollen. Und die müssen in verschiedenen Arbeitsbereichen der Erwachsenenbildung ihre Kompetenzen belegen. Dafür gibt es Deskriptoren und so auch für die digitale Kompetenz oder Medienkompetenz, wie das für die WBA heißt. Und die WBA in Österreich definiert Medienkompetenz mit dem Schwerpunkt der Anwendung einerseits und dem Schwerpunkt der Reflexion andererseits und sagt, im Bereich der Anwendung ist es natürlich notwendig, technische Grundlagen der Mediennutzung zu kennen, Medien gestalten zu können, auch fürs Lernen und Lernen und die einzelnen digitalen Medien und ihre Einsatzmöglichkeiten zu kennen und einschätzen zu können. Aber es ist genauso wichtig, rechtliche und ethische Aspekte der Mediennutzung reflektieren zu können, die Mediennutzung selber zu reflektieren, auch kritisch zu reflektieren und auch Quellenkritik einbeziehen zu können, also zu wissen, welche Informationen recherchiere ich, wie verwende ich sie und so weiter. Also es hat wirklich so diesen Anwendungsaspekt und diesen Reflexionsaspekt. Im eBMOOC Plus, das ist unser Fortsetzungskurs zum eBMOOC, der jetzt mit 2020 vollständig neu gestaltet wurde und im März 2020 eben in dieser ganz neuen Form startet, haben wir uns vertieft Gedanken gemacht, was heißt das ganz konkret, was brauchen unsere Kollegen und Kolleginnen eben jetzt für das digitale Arbeiten in der Erwachsenenbildung an Kompetenzen. Und wir haben das in 9 Modulen ausbuchstabiert, 8 davon sind wirklich inhaltstragende Module und ich darf Ihnen hier kurz den Inhalt vorstellen, einfach weil das auch genau das widerspiegelt, was man an Kompetenzen jetzt eben braucht, unserer Meinung nach. Das eine ist ein Stück Reflexion dessen, was passiert überhaupt mit unserem Beruf Erwachsenenbildung im digitalen Zeitalter, wie ändert sich der Beruf? Das ist sicher auch etwas, was man nicht lehren kann, sondern auch nur diskursiv verarbeiten kann, aber was eine Auseinandersetzung braucht. Das nächste ist dann einfach handfestes Know-how über Formate, welche gibt's und über Didaktik. Also sinnvolle neue Formate und die didaktische Planung von digitalen oder semi-digitalen Lehr-Lernangeboten gehören sicher zum unverzichtbaren Wissen jetzt in der Erwachsenenbildung für Erwachsenenbildner. Genauso eben wie unser Inhalt von Modul 3, wo es wirklich dann um die digitalen Werkzeuge geht, die kleinen, praktischen, einfachen Tools, die man in der täglichen Arbeit dann verwendet. Aber, und das ist eben Modul 4 bei uns, immer unter den Bedingungen von Sicherheit und Datenschutz als Auswahlbedingung, aber auch Anwendungsbedingung dieser Werkzeuge. Also dieser Blick auf Sicherheit ist ganz, ganz wesentlich. Wir denken, es ist auch wichtig, sich extra noch einmal Gedanken zu machen, wo sind denn die Online-Räume oder was sind denn die sozialen Lernumgebungen oder Plattformen, auf denen ich mein Bildungsangebot mache. Natürlich kennt jeder Moodle, was gibt's noch, was sind andere Möglichkeiten auch, können wir Alternativen denken, das ist ganz wesentlich, denke ich. Und natürlich kritische Medienkompetenz in einem viel umfassenderen Sinn auch zu denken, als das jetzt mit dem Modul Sicherheit und Datenschutz schon abgedeckt wäre. Also was heißt kritische Medienkompetenz noch für Erwachsenenbildung und Erwachsenenbildnerinnen? Welchen Auftrag bringt das mit sich? Was gibt es da zu reflektieren? Dann halten wir nach wie vor für sehr, sehr wesentlich offene Bildungsressourcen wirklich zu wenig genutzt, denke ich. Gibt es noch viele Möglichkeiten, über die man einfach gut Bescheid wissen sollte. Und eine sehr wesentliche Entwicklung, der wir auch ein eigenes Modul widmen, ich denke auch, das gehört zum Grundhandwerkszeug, zum Grundwissen in der Erwachsenenbildung jetzt dazu, ist wirklich die Arbeit mit Live-Video-Konferenz-Technologien, also Live-Video-Formate, Webinare in der Erwachsenenbildung. Und was dann noch dazu gehört, ist so ein Stück Verantwortung für das eigene Weiterlernen. Das ist etwas, was wir in unserem Abschlussmodul noch thematisieren. Also wie komme ich dann in eine Community of Practice, wie komme ich in die Haltung der Situation, mich dann da auch wirklich weiterhin up to date zu halten und wo kann ich das tun,
wo geht's weiter, also einfach. Und ich denke, das ist es im Wesentlichen, was momentan für die digitale Praxis in der Erwachsenenbildung auch notwendig ist. Es gibt dazu natürlich auch Modelle. Ich blende Ihnen hier kurz ein. Das europäische Rahmenmodell DIGCOMP hat speziell ein Teilmodell für DIGCOMP Edu, also für Educators, auch vorrätig. Das ist nicht erwachsenenbildungsspezifisch, deswegen gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, aber hat natürlich auch dazu zu tun mit beruflichen Kompetenzen, pädagogischen, didaktischen Kompetenzen, fordert aber auch eben Kompetenzen von Lernenden, die von den Lehrern gefördert werden sollen. Das aber nur als kurzer Ausblick, man kann das unter DIGCOMP Edu selbstverständlich sich genauer anschauen. Sehr einfach und eingängig und sinnvoll in diesem Zusammenhang finde ich das Dachstuhldreieck, deswegen bringe ich es hier auch kurz, herausgegeben von der Gesellschaft für Informatik schon im Jahr 2016, sagt dieses Modell im Wesentlichen Folgendes. Bildung in der digital vernetzten Welt, also kurz digitale Bildung, muss aus drei Perspektiven betrachtet werden, nämlich aus technologischer Perspektive, wie funktioniert etwas, aus gesellschaftlich-kultureller Perspektive, wie wirkt das, und dann aus anwendungsbezogener Perspektive, also wie nutze ich das. Und mit diesen drei Perspektiven, denke ich, sind auch die Perspektiven der Professionalitätsentwicklung für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen umrissen. Also so müssen wir auch hinschauen als Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerinnen auf einzelne Technologien, aber auf die Digitalität, die digitale Bildung insgesamt. Ja. Also es braucht wirklich diesen ganzheitlichen Blick. Und ja, wo immer man sich sonst noch umhört oder umliest, wird man immer wieder jetzt auch auf diesen Weckruf auch stoßen, dass es nicht nur um Anwendungswissen geht. Es geht ganz stark um Anwendungswissen, ja. Aber es geht nicht nur um Anwendungswissen, sondern stark auch um Orientierungswissen, um reflexives Wissen und ein Stück weit auch um digitale Folgenabschätzung. Aber es geht auch nicht nur um Folgenabschätzung, es geht auch um Anwendungswissen. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist in Erwachsenenbildung fast noch wichtiger, ja, das zu betonen. Ja gut. Wie wird man denn nun eigentlich zu einem Experten für digitale Erwachsenenbildung? Das finde ich auch eine ganz lustige Frage. Was verbindet Personen, die hier eine Expertise entwickelt haben? Mir ist vor kurzem in Roos und Bolton, einem neueren Sammelband dazu, eine Studie dazu untergekommen und hier erfährt man, dass Experten, Expertinnen für digitale Erwachsenenbildung sehr, sehr unterschiedliche Lernpfade durchlaufen, teilweise nicht unbedingt aus der Erwachsenenbildung kommen, aber teilweise durchaus auch klassische Ausbildungswege durchlaufen, aber alle Folgendes gemeinsam haben, ein Interesse an neuen Technologien, also im Leben, in der Bildung und in der Arbeit und eine gewisse Offenheit der Digitalisierung gegenüber. Also es geht natürlich nicht nur um Wissen, sondern es geht auch um Einstellungen und Erfahrungen bezüglich digitaler Medien, die wirklich für die digitale Professionalitätsentwicklung auf individueller Ebene wichtig sind. Und ich betone das deswegen so sehr, weil ich ja, also ich kann selber bestätigen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, aber bestimmt kein Early Adopter, was oder ja nicht extrem digital affin, aber Offenheit und Neugier und Spaß daran, was man mit den Dingen machen kann, sind eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um auch sich digital gut einzuarbeiten. Und falls Sie die Situation kennen, die sehr verbreitet ist, nämlich ein Team von Kollegen, Kolleginnen motivieren zu sollen, ja, für digitales Arbeiten. Das kommt ganz häufig vor, ich höre das ganz oft. Ja, wie kann ich denn mein Team motivieren? Meine Trainer, Trainerinnen wollen das nicht, die wollen nicht stärker digital arbeiten. Dann kann ich nur sagen, es ist total gut, mit ein paar einfachen Dingen zu beginnen, von denen man schnell einen Nutzen sieht. Ja, also mit sehr einfachen Tools zu starten, die sofort eine Veränderung bringen, ohne dass man sehr viel können muss. Ja, einmal mit Loom ein Video drehen, ja, oder schnell mal ein Padlet
für gemeinsame Ideensammlungen oder ein Etherpad, um gemeinsamen Text zu schreiben. Ja. Also Dinge, die sehr einfach umsetzbar sind und von denen man sofort einen Vorteil erkennen kann im täglichen Arbeiten, locken Kollegen, Kolleginnen schon hinein auch in diese Welt, die einfach unsere Umgebung geworden ist und uns viele neue Chancen bietet, aber auch sehr, sehr vieles natürlich abverlangt. Ja. Und für diejenigen von Ihnen, die sich jetzt vielleicht fragen, na, wo stehe ich denn da eigentlich, was das digitale Arbeiten betrifft, wie schaut es denn eigentlich mit meiner digitalen Kompetenz als Erwachsenenbildner oder Erwachsenenbildnerin aus? Für diejenigen blende ich hier die Shortlinks zu 3 Tests ein, also Selbsttests sind das ja, die auch überwiegend anonym durchzuführen sind. 3 Selbsttests speziell für Bildungsprofis. Die ersten beiden, MacWeb und die CompEDU, haben spezielle Tests für Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerinnen entwickelt, also auch das europäische Modell, obwohl das Modell nicht spezifisch ist. Der Test ist spezifisch für Erwachsenenbildner. Und der dritte Test, der DigiCheck P, ist eben aus Österreich, für den Schulbereich eigentlich, aber hat auch vieles für die Erwachsenenbildung zu bieten. Und vielleicht haben Sie ja Lust, den einen oder anderen dieser Tests durchzuführen und dann einfach sich mit der Rückmeldung auseinanderzusetzen. Es gibt überall eine recht gute, genaue Rückmeldung, was den eigenen Kompetenzstand betrifft. Natürlich haben diese Tests auch immer eine kurze Halbwertszeit, weil sich alles laufend ändert, aber sie sind nach Möglichkeit auch wirklich so konzipiert und angelegt worden, dass sehr generelle Dinge abgefragt werden, die jetzt nicht an einzelnen Tools hängen und daher auch ein bisschen länger Gültigkeit beanspruchen können. Und ich habe Ihnen da unten noch einen Link beigefügt. Wir haben einen Artikel geschrieben mit einem Vergleich dieser Tests, wenn Sie sich vorher näher informieren möchten. Ja, soweit im Schnelldurchlauf ein Blick auf die digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung und vielleicht auch das, was die Digitalität tun kann, um alte oder neue Bedürfnisse zu befriedigen, auf Seiten der Lernenden, aber auch auf unserer Seite, die wir ja unseren Arbeitsalltag möglichst angenehm und effizient gestalten wollen. Ich habe einen Erfahrungsbericht aus Österreich versprochen. Eigentlich ist die ganze Präsentation, der ganze Vortrag ein Erfahrungsbericht aus Österreich geworden. Ich möchte mit einem Gedanken schließen, der mir immer wieder kommt in meiner Arbeit. Im ganzen Dachraum, ja, sind wir einander Vorbild und Negativbeispiel zugleich. Das ist oft mein Eindruck. Wir sehen jetzt schon seit 2 Jahren mit Bewunderung und Sehnsucht, sage ich mal, auf die VHS-Cloud. Es wird jetzt im Jahr 2020 voraussichtlich gelingen, eben wirklich für den Volkshochschulverband in Österreich auch die Cloud mitzunutzen und haben da ein starkes Vorbild darin in der Cloud. Umgekehrt bekomme ich immer wieder mal die Rückmeldung, dass wir mit dem EBMOOC Plus oder dem EBMOOC, wie er vorher noch geheißen hat, auch ein Vorbild auch geliefert haben, das ja auch von deutschen Kollegen und Kolleginnen intensiv genutzt wird und wurde. Und freue mich auch sehr darüber, dass uns das gelungen ist. Zugleich sehe ich auch wieder sehr innovative Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, die dort C-MOOCs anbieten, also anders als unser X-MOOC, wirklich auch mit innovativeren Formaten, dann vielleicht in kleineren Gruppen, aber auch viel flexibler mit offenen Online-Kursen arbeiten. Also ich denke, wir haben füreinander sehr viel Anregungen zu bieten. Allerdings muss man auch sagen, der Digital Divide geht mitten durch die Erwachsenenbildung in allen unseren Ländern. Ja. Ich denke, wir haben auch die Schreckensszenarien, für mich sind es tatsächlich Schreckensszenarien, gemeinsam. Also wir haben hier in Österreich, und da darf ich kurz erwähnen, eine Studie, die 2018 in meiner Region in der Steiermark durchgeführt wurde, eine kleine Studie. Wir haben die Situation, dass noch der Großteil Erwachsenenbildungsanbieter keine Erfahrung mit Webinaren hat, keine Erfahrung mit großen Online-Kursen hat und 50% E-Learning gar nicht nutzen oder ganz wenig nutzen. Ich präsentiere diese kleine Studie hier recht prominent, weil ich weiß, dass auch die Schweizer Befragung
aus dem Jahr 2017 und 2018 ganz ähnliche Ergebnisse gebracht hat. Eine große Schweizer Befragung, die da durchgeführt worden ist. Da schaut es ähnlich schlimm aus mit, oder hat es ausgesehen, 2017 ist auch schon wieder eine Weile her, mit der Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Und die Herausforderungen für Erwachsenenbildungsanbieter, denke ich, sind in unseren Ländern sehr, sehr ähnlich. Wir haben überall die Situation, dass von den Bildungsanbietern in den nächsten Jahren so etwas wie eine digitale Revolution erwartet wird, dass großteils auch in digitale Geräte investiert wird, vielleicht aber deswegen noch lange nicht in eine gute Internetverbindung. Und vor allem ist es so, dass noch immer fast die Hälfte eben keine digitalen unterstützten Kurse anbietet und das Unterrichtende oft wirklich unsicher sind, wie sie auch das digitale Equipment einsetzen können, also dass die Personalentwicklung einfach der Situation aus den bekannten Gründen einfach nachhinkt. Und ich denke, was wir tun können und tun sollten in der Erwachsenenbildung, ist einfach zu kooperieren über Institutionen hinweg, über Länder hinweg. Die Sprachgrenze haben wir, sonst haben wir nicht viele Grenzen, denke ich, in dieser Kooperation zu beachten. Aber es ist einfach ganz, ganz wesentlich, gerade in einem Feld der Erwachsenenbildung, das schwerlich als eigenes als Sektor zu bezeichnen ist, weil er so lose organisiert ist, vielmehr als Feld zu bezeichnen ist, ist die Kooperation, denke ich, ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Weg.